Welcher Planer passt zu mir? Ja, oder in dem Fall zu dir, ne? Also, welcher Planer ist für dich der richtige? Wie findest du deinen Planerfrieden? Und glaub mir, dieser Prozess war teuer. Ich habe nämlich allein hier schon 4 verschiedene Planer liegen. Die möchte ich dir jetzt auch mal zeigen, weil ich denke, das ist so eine gute Auswahl an Planern, wo man sich zwischen entscheiden kann. Es gibt viel mehr. Und ja, ich muss dir zugeben, ich habe auch noch viel mehr. Und ich liebe jeden Einzelnen und ich brauche sie auch alle. Ich möchte auch keinen abgeben. Aber wichtig ist, dass du weißt, dass du vielleicht schon mal vorab eingrenzt, was du gerne haben möchtest. Es gibt verschiedene Planer, natürlich. Es gibt welche, die sind fest. Das heißt, hier, die haben hier einen Ring und da kannst du auch nichts Zusätzliches reinheften. Da sind einige Seiten drin. Ja, das Schöne ist, du kannst es rausmachen und wenn du denn irgendwie schaffst, die ganzen Löcher reinzubekommen, dann kannst du das natürlich auch irgendwie was dazu heften. Aber im Großen und Ganzen, der Planer ist fertig, da kann nichts mehr reingeheftet werden. Du kannst hier hinten, da ist so ein Täschchen drin, da kannst du noch Sachen reinpacken, also hier einmal oder auch hier. Aber so richtig viel Stauraum bietet der nicht. Dafür ist er richtig schön gemacht. Er hat nämlich hier diese ganz liebevoll gestalteten Seiten. Auf der einen Seite, das ist halt hier diese Boxen, ne, mit die so 3 geteilt sind. Das finde ich toll, da komme ich prima mit klar. Einfach, dass ich einfügen kann, morgens, mittags, abends. Oder was ich auch gerne mache, ist, dass ich erstmal die wichtigen Dinge aufschreibe, dann so die kleinen Dinge, die so noch erledigt werden müssen und am Ende alles andere. Also einkaufen gehen oder sowas. Das wäre bei mir alles andere. Oder wäre halt auch ein Little Thing, ne? Das kann ich damit prima aufteilen. Das wäre eine Möglichkeit, ein möglicher Planer. Schön ist, finde ich, dass er jeden Monat so verschiedene Sprüche auf den Startseiten hat. Hier jeder Divider hier hat so einen Spruch. Ich finde das motivierend und ich finde das sehr schön gemacht. Deswegen ist für mich der Erin Condren Planer auch einer der schönsten Planer. Was ich nicht so toll finde, ist, dass der sehr schnell, ja, genutzt aussieht sozusagen. Also die sind gar nicht günstig und dennoch sind die hier so eingeschweißt und haben hier so eine Ringbindung. Also das geht nicht kaputt, das ist schon richtig fest, aber sie sind halt auch relativ groß und den muss man natürlich auch irgendwie verpacken können, in seine Tasche packen können. Deswegen ist es mal nicht so ganz einfach mit diesem Planer, den überall hin mitzunehmen. Wen das nicht stört, super Planer und vor allen Dingen toll, um zu gestalten und ja auch zu scrapbooken. Ne? Also da kann man prima die kleinen Bilder reinkleben. Und das zeige ich dir jetzt mal als nächstes. Ich habe nämlich hier einmal den Planer von Becky Higgins und den habe ich kombiniert mit einem Erin Condren. Also ich mache einmal zu, damit du sehen kannst, das ist der Planer von Becky Higgins. Becky Higgins ist in den USA sehr bekannt. Die gute Frau macht Project Life Cards, ja, und hat dann auch irgendwann einen Planer rausgebracht, weil die Marke sehr beliebt ist und halt auch diese Project Life Cards, die ebenfalls sein Leben dokumentieren. Da will ich jetzt aber gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist eben auch eine Sammlung von Karten mit Fotos, die kannst du hier reinheften, dokumentiert ebenfalls wieder dein Leben oder aber. Und das war das, was mich so gereizt hat. Du nimmst deinen Erin Condren Planer auseinander und heftest den da rein. Ja, und das habe ich auch gemacht. Ich habe den einfach auseinandergenommen und habe dann hier meinen Erin Condren reingeheftet. Und das hat soweit prima geklappt, wie du hier sehen kannst. Aber ja, nicht so ganz einfach, immer hier hin und her zu fuchteln. Aber ja, soweit ist das toll. Hier kann ich dann was reinheften. Hier kann ich dann auch noch was in die Täschchen packen. Das ist das Tolle daran. Ne? Also hier kann ich auch Stifte reinstecken. Und wenn ich es denn schaffe, irgendwie diese Löcher, oder zumindest 2 Löcher, ne, in Blätter zu bekommen, dann kann ich hier auch noch irgendwelche Blätter zu heften. Also das ist für mich auch etwas, womit ich meinen Planerfrieden durchaus gefunden hatte. Einfach, weil ich noch was dazu heften konnte, noch Ideen oder Blätter für Ideen oder sowas, Sachen, die ich einfach mal aufschreiben wollte, ne, kann ich damit dann prima noch machen. Und das hat mich eigentlich inspiriert dazu, so einen Planer zu nehmen. Fand ich
eine tolle Sache. Wie gesagt, mir ist der Erin Condren, der ist ziemlich teuer und deswegen muss ich den ja jedes Jahr neu kaufen und den dann hier reinheften, um ihn wieder dekorieren zu können. Also ich muss ihn kaputt machen, nachdem ich einen teuren Planer gekauft habe. Das hat mich dann so ein bisschen davon abgehalten, das wieder zu nutzen. Ja, aber es ging weiter. Es war nicht das Einzige. Ich habe mich dann entschieden, einen klitzekleinen Planer zu kaufen. Ja, warum das? Ja, einfach, weil ich dachte, ja prima, den kann ich in die Handtasche stecken. Ne? Es kam, wie es kommen musste. Er war viel zu dick, war viel zu viel drin. Und ja, man könnte den natürlich jetzt auseinanderheften und dann nicht immer alles mitnehmen. Wäre eine Alternative, wäre wahrscheinlich auch die beste Alternative. Aber hier kann ich mich auch nicht so ganz so kreativ ausleben. Ne? Also du kannst schon sehen, ich habe hier auch fleißig reingeklebt und mit Stickern dekoriert und all diese Dinge. Aber er ist eben ja ziemlich klein. Aber vielleicht ist das ja für dich das Richtige. Und womit ich momentan zufrieden bin, ist ein Kikike, der hier. Und den finde ich so toll, einfach weil er hier geschlossen werden kann. Also ich habe hier einen Reißverschluss, schwupps, ist mein Planer zu. Und das hat mich eigentlich dazu inspiriert, diesen Planer zu nehmen, weil ja, hier kann ich alles reinheften, reinlegen. Und vor allen Dingen hier zum Beispiel sind meine Fineliner alle drin. Das ist super. Ich kann hier noch Sachen reinstecken. Ich habe hier einen Reißverschluss, den ich nutzen kann. Und jetzt kommt es. Ich habe Einlagen, die auch letztendlich endlich passen. Weil wie oft hatte ich das, dass ich einen Planer hatte, aber die Einlagen nicht da reinpassten, oder ich hatte Einlagen, aber der Planer passte nicht dazu. Also irgendwann hat es mir gereicht und ich habe mir so Einlagen gekauft, einfach die ich runterladen konnte im Internet. Die habe ich gekauft, ja, wahrscheinlich gibt es ja auch irgendwo umsonst, und runtergeladen und auf Papier gedruckt, einfach Vorder- und Rückseite am Drucker eingestellt und ausgedruckt. Und ja, perfekt. Ne? Weil ich kann jetzt beides machen, wenn das Blatt nichts geworden ist, wenn die Wochendeko nichts geworden ist, ja, dann fliegt sie in den Müll und ich druck das eben nochmal aus. Also von daher fand ich diese Lösung ganz besonders toll. Ich kann das immer wechseln. Ne? Ich druck das auch monatsweise aus, wie du hier sehen kannst. Ich habe immer nur einen Monat, den ich dazu hefte. Und dann ist gut, dann wird er nicht so dick, nicht so voll, nicht so schwer. Der ist schon sehr groß, deswegen ist das so eine Sache, ob man jetzt immer alles mitnehmen muss. Ne? Also ich würde das aufbewahren, weil auch hier gilt, es ist ja nicht nur ein Planer, es ist ja auch ein Scrapbook. Und deswegen würde ich die Monate aufbewahren und vielleicht hinterher am Ende des Jahres alles wieder zusammenheften. Ich bastel mir dann immer quasi hier diese kleinen Divider noch dazu, wo ich diese Schnibbel mit Tesafilm überklebe, damit die auch ja schön haltbar sind und ich immer weiß, wo ich im Planer bin. Ne? Also das ist jetzt hier von Fuse Life. Es gibt ganz viele verschiedene. Du kannst auf Etsy, auf Davanda, kannst du diese Planer-Einlagen kaufen. Kannst du wirklich auch wieder einfach mal gucken, was dir gefällt. Und vor allen Dingen ganz wichtig, in welcher Größe es dir gefällt. Ja, jetzt hast du mal einen Überblick über ein paar verschiedene Planer und du siehst schon, es gibt ganz viel Verschiedenes, was man da machen kann. Und jeder muss für sich selber entscheiden, welche Größe er braucht, welche Einlagen er braucht, was er damit machen will, was er damit dokumentieren möchte. Wie gesagt, dokumentieren meint hier auch ganz klar das Leben auf der einen Seite. Und natürlich die Termine auf der anderen Seite. Deswegen nicht ganz unwichtig, dass du mit deinem Planer so richtig zufrieden bist.